So Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in Nördlingen, um genau zu sein beim Big Bike Meet, dem wohl asozialsten Motorrad-Event in ganz Deutschland. Das einzige Problem, was wir haben, ich habe kein Motorrad dabei. Das heißt, die Aufgabe wird heute sein, wir schnorren uns ein Bike auf dem Big Bike Meet. Gönnt euch das mal. Was zum Henker ist hier denn los? Ist hier noch frei? Ja. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Scheiße, Alter. Ich bin der einzige Vollidiot, der jetzt schon wieder mit Helm rumläuft. Digga, wo ist dein Auspuff? Verloren. Beim Saufen verloren. Sympathisch. Was hab ich denn hier verpasst, Alter? Was ist hier los? Wo bin ich hier gelandet? Holy shit, Mann. Ich bin der David, hallo. Hi. Viel Spaß beim Warmmachen und auch später. Sieht ja sehr künstlerisch aus. Ja! Ja! Geil! Also ich würde sagen, dafür, dass ich nicht mal 5 Minuten auf dem Gelände bin, eskaliert das auf jeden Fall schon richtig gut. Hey! Es geht ab, Alter. Also wir müssen Maurice finden. Danke fürs Mitnehmen. Hey! Ich hab mein Wasser dabei. Geil! Oh Gottes Willen. Geil. Ja. Gerne. Heute Abend Donner-Session, Jungs. Oh, Maurice, mach keinen Scheiß. Ich vertraue dir, ne? Ja. Das sind alles Psychopathen hier. Die sind alle komplett gestört. Alter, geile Karre. Guck dir die mal an. Boah. Ich habe noch nie so eine kleine Volvic-Flasche gesehen, Alter. Geil! Ja! Yeah. Hallo, Paris. Wie geht's? Ganz gut. Und dir? Wurde gerade in die Kühlbox gesetzt. Ich muss gerade sagen. Du bist ein bisschen feucht. Ich kann dich nicht verstehen. Komm her. Schön, dich zu sehen, Habibi. Ich hab so richtig einen Haken. Daniel, du hast mich doch lieb, oder? Ja, oder? Naja, also ich bin ja ohne Motorrad hier, weil... Du brauchst gar nicht weiter fragen. Daniel ist einfach ein Ehrenmann. Er gibt mir jetzt wirklich seine Karre. Boah, schmeckt das widerlich. Ich gehe gut mit deinem Baby um. Es sind so viele Supermotos, Alter. Zieht euch das mal rein, überall von A bis Z. Alles ist hier voll, das gibt's nicht. Schön, dich zu sehen. Einer darf noch. Komm, lass Schnick, Schnack, Schnuck machen. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja! Yeah. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Nur dieser Bauzaun trennt dich und mich von der wohl schönsten Umarmung meines Lebens. Ich mache jetzt ein paar Wheelies. Nur für dich, okay? Wie eine prima Ballerina hier. Macht er gut. Oh, ist das eine Huserberg? Oh, Digga. Geile Karre, Mann. Ist das eine Huserberg? Ja, ja, ist eine Huserberg. Junge, heftig. 75. Nee, leider 450. 450. Aber die sieht richtig lecker aus, Mann. Dankeschön. Ja, dann lass mal ein paar Wheelies machen, oder? Gerne. Aber ich übe noch. Ich bin noch nicht so gut da drin. Ja, ja. Moin. Geile Sonnenbrille, Digga. Und geiles Bike. Machst du auch so ein paar Wheelies? Boah, Alter. Digga, was macht der denn da? Holy shit. Boah. Krank. Du bist schon so ein bisschen psychopathisch veranlagt, ne? Sehr sympathisch. Ja. Ich bin bereit jetzt. Du kannst jetzt langsam loslassen. Ja, okay. Ja. Was hast du so für Hobbys? Motorradfahren und David beim Circle zuschauen. Ja. Wie fandst du das gerade, als ich die Circles gemacht habe? Fand ich gut, am besten mal die Stelle halt so abgewürgt hast, ehrlich gesagt. Abgewürgt? Ich? Ich hab doch nicht. Ich bin auf dem Weg. Aber du bist nicht mit dem Motorrad hier. Nee, ich hab noch nicht ganz angefangen mit dem
ich würde sagen, hier ist die perfekte Gelegenheit dazu. Perfekte Gelegenheit, sich zu blamieren. Ich habe das ja auch gemacht, hast du gesagt. Ich habe ja abgewürgt. Wir können ja zusammen abwürgen. Ein zweites Treffen wäre jetzt von meiner Seite aus drin. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Klingt auch klar, auf jeden Fall. Ja? Ja, kann man machen. Wir sehen uns später. Einfach der Nette. Ja, die Schulprojekte, ihr wisst, oder? Wir sind Biker, wir können uns nicht umarmen, weil wir Biker sind. Ja, wir sind hart. Digga, hast du die von Maurice einfach geklaut, oder wie? Ja. Nein. Nee, also der sind, ja, ich bin sehr vorsichtig, was ich sage, weil ich weiß nicht, was er reinschneidet. Man kann viel in einem Video zeigen, aber das Ende wird nie gezeigt. Ja, wie war denn euer Ende gestern Abend? Zwischendurch war gut, ansonsten zum Ende war es auch gut. Abwechslungsreich. Also da ist ein Motor drauf und diese Ranzkarre ist befestigt an der Holzpalette, wo dieser alte Motor drauf steht. Ey! Können wir mal kurz Foto machen? Ja! Geil, Mann! Geil! Ist das dein neuer, oder? Das ist von Daniel! Danke, Mann! Gerne, viel Spaß noch! Übrigens, geiles Tanz machst du, gell? Danke! Bei Willis kannst du richtig gut. Willst du bei mir mitfahren? Über den Campingplatz? Da ja, können wir machen. Was hat denn da gemacht? Hä? Was macht der da? Der stand zur falschen Zeit am falschen Ort und uns ist langweilig. Der wird jetzt mit Panzerband an den Bauzaun geklebt. Ist er auch damit einverstanden? Ja, ja. Ja. Alles abgeklärt. Okay. Bleibt er jetzt einfach da dran oder wie? Wir warten, bis die Security kommt. Wir wollen gucken, was die macht. Ah, ich verstehe. Also schnell! Deine Karre, Digga! Danke, du auch! Geil! Leo Vince FMF. Das sieht auch ziemlich geil aus. Titankrümmer. Ohne Cut natürlich, nur auf abgesperrtem Gelände. Ich krieg hier langsam echt Angst. Das sind alles komplette Psychopathen. Burnout! Ui! Schöne Brille. Guten Fang hast du da gemacht, mein Lieber. Hast du die Story gesehen? Welche? Sechs in Gang, Burnout Session. Bis sie übergekocht ist. Übergekocht. Du bist ja ein Macher, Alter. Geil, ja. Du hast auch gut gemacht. Einmal abgeschleppt, ne? Zick, zack, eingetütet zum Mitnehmen. So sieht's aus. Sollen wir zusammen mal exploren? Machen wir. Ja, komm, dann dreh mal. Wir fahren hier lang. Ja.